heute mal wieder ein Movie von uns. Au. Da rennst du gleich weg. Und zwar wollten wir eigentlich zum Tiger Zoo. Aber seit heute früh um 10 sah es aus, als ob es regnet. Hat auch gewittert. Die Wolken hatten sich zugezogen, aber jetzt ist schönes Wetter. Und aber jetzt ist die Zeit zu spät. Da macht ja um. Ja. Ja, Tauben. Der macht ja um 17 Uhr zu und jetzt ist es zu spät, dahin zu fahren. Wir haben jetzt schönes Wetter mit einmal. Ein paar Wolken sind noch am Himmel. Aber ja, ist jetzt nicht so schlimm. Machen wir heute mal ein Movie vom Strand. Einen schönen Smalltalk. Papa. Weil, ja. Ja, Tauben, ich sehe es doch, ich sehe. Ja. Ja, was willst du mir mal nur zeigen? Papa macht gerade Movie und da muss jetzt sich unterhalten mit den Leuten. Ja, wir können da ja noch mal ein bisschen davor gehen. Und zwar ist es gerade so, ich konnte die Nacht wieder nicht richtig schlafen. Also ich habe zwar von 19 Uhr bis um 7 durchgeschlafen, aber es hat mich viel bewegt. Und zwar über den gestrigen Tag. Im Prinzip war es ja so, ich habe, um den anderen zu helfen, dass sie auch ein paar Follower kriegen, dass wir mal was zusammen machen. Er hat das gestern eingerührt, hat man ja vorigen Sonntag schon, dass wir uns immer Sonntag treffen und alle zusammen twitchen und was unternehmen. Allerdings war das für mich persönlich gestern ein Reinfall, so dass ich heute früh überlegt habe, ich lasse das einfach. Ich finde, für mich ist jetzt zur Zeit, mein Kanal ist mir wichtig, Twitch und YouTube, die sind mir wichtig, Otto ist mein allerwichtigstes, ihr wisst das ja, Otto ist die Nummer eins und um den muss ich mich kümmern und muss auf mich gucken und auf keinen anderen mehr. Und zwar war es so gestern, also die ja alle geguckt haben, die haben das mitgekriegt. Es war so, wir haben uns ja vom Haus getroffen. Ich habe gesagt, treffen wir uns um eins und dann gehen wir los und dann gehen wir zum, wie heißt es nochmal, Mann, ihr wisst schon hier auf dem Meer mit dem Boot hier, wie heißen die Dinger? Ich komme jetzt nicht drauf, aber ihr wisst schon, Motorrad fürs Meer. So, auf jeden Fall war es so, ich bin um 12:45 runter, wollte mein Equipment einstellen, aber da waren sie schon alle da. Da sind sie alle gleich aufgesprungen, da sind wir zum Beach. Da sagt einer, ja, aber bei dem Event, was jetzt am Wochenende war, Jetski, wäre es zu laut. Wir gehen lieber zum Strand. Dann waren wir am Strand und dann sagt einer, ja, am Strand ist nicht so gut, gehen wir lieber in eine Gaststätte. Da sind wir dann ein Stück weiter gelaufen, nach da vorne, haben uns in die Gaststätte gesetzt, habe ich mein Equipment aufgebaut, ich hatte es gerade aufgebaut. Es sagte da einer, ja, das ist ja nicht so gut, man sieht nichts, lass uns zum Strand gehen. Okay, habe ich mein Equipment wieder abgebaut, sind wir zum Strand gelaufen, haben wir uns hierher gesetzt, auf die Treppe. Habe ich alles wieder eingerichtet, es lief, aber es war so, dass an sich jeder seins gemacht hat. Toni hat weiter weg Aufnahmen gemacht, Prallo ist hier rumgelaufen und ja, Olli und Dirk haben sich ja unterhalten. Ist ja nicht so schlimm gegen Dirk und Dirk ist ja eh mein Freund und mit Olli habe ich mich auch gut verstanden. War es dann so, dann sagt wieder einer, lass uns doch zum Event gehen. Habe ich mein Equipment wieder zusammengebaut. Dann sind wir da hingelaufen. Dann lief der eine da, der andere da, der andere da. Also im Prinzip war es so, es hat jeder seins gemacht. Und das hat mir nun gar nicht gefallen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung und dann reden wir weiter. Bis gleich.
So, hier ist er wieder. Und zwar war es so dann, dass an sich, ja, wie das meistens ist, jeder hat sich um sich gekümmert, Olli und Dirk haben sich unterhalten. Ja, Toni ist irgendwo rumgesprungen, hat seinen YouTube-Film fertig gemacht und ja, Prallo ist auch irgendwo rumgerannt und hat da getwitcht. Und bei mir war es eigentlich nur ein einziges Desaster, weil ich war erst meine dritte Außenaufnahme. Und ich bin dann noch nicht so konform mit den ganzen Zusammenstellungen mit dem Gimbal und dann ist der Gimbal laufend abgestürzt. Ich musste natürlich darauf achten, auf Otto. Ich musste auf Dirk achten, weil ich ja das Telefon, also mein Internet über Dirk laufen lassen habe, dass er nicht so weit wegrennt. Und so war ich zum Schluss so genervt, dass ich habe es ja gesehen, ich habe dann einfach ausgemacht und musste mich runterfahren. Ich wollte dann natürlich nicht explodieren und so. Und deswegen steht meine Entscheidung jetzt fest. Ich werde das jetzt mit Dirk alleine wieder machen. Wir werden nächsten Sonntag, ich sage euch das noch, am Freitag, wo wir hingehen oder am Sonnabend. Und da werden wir das für uns allein machen. Da kann ich mich voll auf mich konzentrieren, auf Dirk konzentrieren, auf Otto konzentrieren. Und da ist die ganze Sache nicht so... nicht so schwer und wird eigentlich aus den Fugen rausrutschen. Es tut mir natürlich leid für die anderen, aber ich muss an mich denken jetzt. Und wenn ich ein Treffen mache und jeder macht da seins, ich habe mir das anders vorgestellt und naja, da lassen wir es einfach. War ein Versuch wert, Versuch schief gegangen, wird es einfach gelassen. Ist eben so, was soll ich dazu sagen? Ja, an sich ärgert mich das Ganze. Ich bin da ganz schön angefressen. Ja, weil ich Leuten helfen will, aber wenn da jeder seins macht und hin und her. Und ich bin zufrieden mit meinem Kanal. Mir macht das riesen Spaß. Ich habe das jetzt die Tage schon mal gesagt. Also gestern in dem Movie, dass mir das riesen Spaß macht. Dass mir Twitch riesen Spaß macht. Ihr wisst ja, warum ich das alle mache. Ich mache das, um Geld zu verdienen, um hauptsächlich Otto eine gute Schulbildung zu wünschen. Und ich werde zwar auf einige Kommentare und auf einige Kritiken eingehen, aber ansonsten versuche ich, mein Ding durchzuziehen und das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Und ja, ich mache das jetzt einfach so. So, ich würde sagen, wir werden nochmal hier runter an den Strand gehen. Und da segeln sie ein bisschen, da werden wir uns das nochmal angucken. Ich werde Auto gleich herholen. Und dann berichte ich euch dann noch ein bisschen davon, dass es nicht so langweilig wird. Ich würde sagen, wir machen ein Schnellwitz des Tages. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. Ein älteres Ehepaar im Restaurant. Die Frau bekleckert sich mit Soße und sagt, oh nein, schau mal, was ich für ein Rindvieh bin, sagt der Mann. Ja, und bekleckert hast du dich auch noch. War der gut? Gut. Der war gut. Gut. Aber mit deinen Daumen hin. Komm. So, jetzt sind sie nochmal. Ich dreh gleich rum, halt gleich drauf. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ist ziemlich neu hier mit dem Segelclub. Und ich halte gleich mal drauf. So, warte. Papa muss noch die Kamera rumdrehen. Der Papa muss immer kurz warten, bis es scharf ist. Und dann... Ja, Otto freut sich wieder wie ein Schneekönig. Es ist ja neu für Otto. Ja, was sagst du zu den Segelbooten? Da sind die Segelboote. So, wir halten mal drauf.
So, warte. So, wir zoomen mal ran. Ja, Nong. Nong heißt Kind. So, ihr seht sie hier. Ist ziemlich neu, sehe ich heute das erste Mal. Es sieht auch so aus, als ob das Kinder wären. Nee. Ja, warte. So. Also das ist Windsurfing. Windsurfing haben wir ja schon eine ganze Zeit, aber Segelboot haben wir noch nicht gehabt. Ich denke mal, ist zwar an für sich sehr ungünstiges Wetter. Otto freut sich wieder, bei Otto ist wieder alles schick, alles schön. Nicht so weit, Otto! Ja, kannst schon hingehen, aber du sollst nicht ganz so weit rennen. So, werden wir mal beobachten, wie es so schön macht. Ich würde natürlich sagen, ist sehr ungünstig, weil an für sich gar kein Wind da ist. Ich schalte mal drauf, damit ihr das seht. Die Bäume bewegen sich ja. Ja, ich sehe es, Schatzi. Der Otto flippt aus wegen ihr hier. Ja, man sieht es ja, sie kommt einfach sich gar nicht vorwärts. Sie steht auf der Stelle. Ah, jetzt geht's vorwärts. Ja, muss aufpassen, dass sie nicht vor die Bojen haut. Die Segelboote sind ganz schön weit draußen. Ja, ich lasse es mal unkommentiert, weil ich ehrlich gesagt da auch keine Ahnung habe. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer nur mal zugeguckt, wenn die Leute das machen. Sieht zwar ziemlich einfach aus, aber ist doch schon ganz schön schwer. So, damit die Leute mal sehen und auch wissen, wo ich bin. Und zwar sind wir ja an der Säule 7, ne? Und hier ist ja dieses Haus. Wir sind ja öfters mal früh hier und da setzt sich Otto immer mal auf den Jetski oder ans Boot, da freut er sich. So, was ist er? Wollen wir zurück? Oh, willst du zu den Kindern? Na, dann gehen wir nochmal zu den Kindern. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt mit Otto noch ein bisschen. Heute kriegen besonders schöne Grüße raus an Olli und an Dirk. Mit Olli haben wir ja gestern noch bei Emily gesessen und haben Bierchen geschlappert in der Kaffeetasse. Aber kein Verraten, ist ja verboten. Und da haben wir uns noch ein, zwei Stunden unterhalten, was sehr interessant und sehr nett war. Ansonsten würde ich sagen heute, ja warte, Abo nicht vergessen, Kombi nicht vergessen, Glocke nach oben nicht vergessen. ihr wisst schon alles nicht vergessen, ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und jetzt hast du es verpasst.
Das ist verpasst. Und werdet glücklich. Bis die Tage. Bye, bye.